Hallo Freunde, Geschwister im deutschsprachigen Raum, aber auch in Tschechien, Slowakien. Besonders dort freue ich mich über all die Kontakte, die wir dort haben. Auch dort werden die Filme übersetzt und gesehen. Ich habe eine wichtige Botschaft auf dem Herzen, was natürlich jetzt auch wieder mit Corona zu tun hat, mit dieser ganzen Situation. Muss ich ehrlich sagen, ich bin etwas ja, erstaunt, etwas verwirrt über die Art und Weise, wie ja, sich der Ton momentan verändert zwischen den verschiedenen Parteien. Und das ist ja nichts Neues, dass es Parteiungen gibt. Die ganze Welt zwingt uns polarisierend irgendwo Stellung zu beziehen. Aber was mich einfach wundert, ist, wie mittlerweile unter Geschwistern auch umgegangen wird, mit welchem Ton auch auf Facebook, auf anderen sozialen Medien ja, Stimmung gemacht wird oder gegeneinander geschossen wird. Das ist sehr, sehr bedenklich. Ich habe darüber gebetet und Gott hat mich erinnert an eine fantastische Offenbarung, die ich vor einigen Jahren mal bekommen habe und die ein echtes Wunder ist. Also ich habe mich sehr gewundert. Und manchmal muss uns Gott die Augen öffnen, damit wir ein Wunder sehen, das direkt vor unseren Augen ist und wir nehmen es gar nicht wahr. Und darin besteht eine Riesenmöglichkeit, Leute. Und ich möchte euch die Augen öffnen durch diesen Vortrag für dieses Wunder und für die Möglichkeit, die wir haben, gerade in dieser Corona-Zeit. Gerade Corona bietet uns ein fantastisches eine fantastische Möglichkeit zum Zeugnis, zum Lichtsein in dieser Finsternis. Schaut, mir ist Folgendes passiert. Nach einem Gottesdienst, den wir hatten, vor einigen Jahren schon, kam eine junge Frau auf mich zu und sagte: Du Cornelius, ich bin nicht bekehrt, ich weiß auch nicht, was das überhaupt bedeutet, aber wenn ich zu euch in die Gemeinde komme, dann sehe ich, dass es einen Gott geben muss. Und ich dachte: Hä, wie, was meint sie? Ich war sehr neugierig und wollte wissen, was sie meint. Sie sagte: Ja, euer Gott lebt. Es muss so sein. Dann sage ich: Du, erklär. Dann sagt sie: Ja, weißt du, wenn ich zu euch in die Gemeinde komme, dann sehe ich dort Alte, ich sehe Junge, ich sehe Deutsche, ich sehe Russen, ich sehe Chinesen, ich sehe Brasilianer, ich sehe Technos, ich sehe Hip-Hopper, ich sehe Biker, ich sehe reiche Arme, hat sie vielleicht an den Kleidern festgemacht. Und ich kann nicht sehen, was euch verbindet. Ihr seid so verschieden und ich kann nicht sehen, was ihr gemeinsam habt. Und das, was ich nicht sehen kann, das muss Gott sein. Das, was euch verbindet, das muss Gott sein. Leute, in dem Moment ist es mir schlagartig bewusst geworden, wovon sie hier spricht. Und ich möchte euch das vorlesen aus Johannes. Kapitel 17. Und zwar wird uns da ein Gebet berichtet von Jesus. Schaut, wir beten oft um irgendwelche Dinge. Die Frage ist doch: Willst du eine Gebetserhörung Jesu sein? Gerade in dieser Zeit. Worum betet Jesus auch für diese Zeit? Betet Jesus, dass Corona aufhört? Betet Jesus, dass die Welt bewahrt wird von schlimme Zeiten, betet Jesus, dass es keine Polarisierung mehr gibt. Nein, all das, sagte Jesus in Matthäus 24, muss so kommen. Es wird so kommen. Nicht, weil er das wollte, sondern weil die Weichen gestellt waren durch die sündhafte Fehlentwicklung der Menschen. Wir müssen mit den Konsequenzen leben. Jesus hat das Ende der Welt vorhergesagt. Er wusste es, bevor Himmel und Erde erschaffen hat. Jesus hat alles vorhergesehen. Deswegen konnte er auch alles vorhersagen. Und schaut mal, was er betet. Er betet hier unter anderem ab Vers 20: Ich bitte aber nicht für diese allein, also hier betet er für seine Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Und das sind wir. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater in mir und ich in dir. Auf dass sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind.
ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Schaut, Jesus spricht hier von der Einheit, einer vollkommenen, einer herrlichen Einheit. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast, damit die Welt zur Erkenntnis kommt. Schaut, was ist das wichtigste Missionsprojekt Gottes? Was ist die wichtigste Missionsstation? Es ist immer die Gemeinde. Es ist immer die Einheit der Gemeinde. Die ist ein fantastisches Zeugnis, so wie für diese junge Frau. Sie konnte in dieser Einheit der völlig unterschiedlichen Menschen Gott sehen. Versteht ihr? Es ist so wichtig, dass diese Einheit gewahrt wird, gerade in der Vielfalt. Schaut Leute, viele Gemeinden gehen hier völlig in die Irre. Sie suchen eine Einheit in äußerlichen Sachen, zum Beispiel Kleidungsstil. Ich war in manchen Gemeinden, da waren alle grau angezogen, alle die gleiche Krawatte. Einheit. Leute, das zerstört das Zeugnis. Dort würde diese junge Frau nie Gott erkennen, weil die sind ja alle gleich. Die sind sicher zusammen, weil sie den gleichen Kleidungsstil haben. Die kommen sicher aus der gleichen Kultur. Das ist auch so ein Ding. Kulturgemeinden, alles Russen oder alles Afrikaner, alles Deutsche oder nur Jugendliche. Das sind immer weltliche Dinge, die uns verbinden. Da wird das Zeugnis geschmälert. Ich habe das selber mal erlebt. Ich war damals Gründer und Leiter von den Rolliradas in Deutschland. Wir haben missioniert in der Rockerszene. Da kam mal einer von diesen Rockern auf mich zu und sagte, das mit Himmel und Hölle, das kann gar nicht stimmen. Da sage ich, ja, wieso? Ja, wenn das stimmen würde, das wäre eine ernste Sache. Da sage ich, ja, ist auch ernst. Ja, wenn das so ernst wäre, dann würde doch euer Pastor herkommen und uns warnen. Dann dachte ich, was? Sag ich, wir kommen doch. Sagt er, ja, aber ihr seid der Biker. Da dachte ich, was? Haben die echt geglaubt, ich komme dahin zu ihnen, weil ich an den Motorrädern interessiert bin? Oder an diesem Lebensstil? Ich war völlig geschockt, dass das, was wir versucht haben, als christlicher Motorradclub in der Szene anzukommen, dass das gar nicht so gesehen wurde. Versteht ihr? Die Welt denkt anders. Die weltliche Einheit besteht immer aus weltlichen Dingen. Wir fahren alle die gleiche Motorradmarke. Harley. Japaner fährt Kana. Ja, oder der gleiche Fußballverein. Wir können aus den verschiedensten gesellschaftlichen Schichten kommen, aber dann trifft man sich im Stadion und dann Fußball, eine völlige Einheit. Oder Musik, man geht zu dem Konzert und trifft dort Leute, die den gleichen Musikstil haben oder die verschiedenen Discos. Es gibt Discos für Hip-Hopper, Technos, Dance und was es nicht alles gibt. Die Szenen treffen sich unter sich, ja, unter ihresgleichen. Das sind weltliche Einheiten, Nationen. Was haben die gemeinsam? Ihre Nationalität oder Familien. Was haben sie gemeinsam? Die Familienbande, das ist das, was sie zusammenhält. Das sind alles weltliche Dinge. Schaut, die Gemeinde dagegen, da kommen unterschiedlichste Leute zusammen, mit unterschiedlichsten Background, unterschiedlichste Nationalität, unterschiedlichste Beruf, Gesellschaft. Weißt du was, um es ganz einfach zu sagen, in einer lebendigen geistlichen Gemeinde, dort kann ein VfB-Fan neben einem Bayern-Fan sitzen, und die beiden lieben sich. Sie haben die Liebe Christi, sie haben die Einheit Christi. Dort sitzt ein Schwarzer völlig selbstverständlich neben einem Weißen und die beiden lieben sich mit der Liebe Christi. Da gibt es keine Diskussionen. Da sitzt in der lebendigen geistlichen Gemeinde ein Metzger neben einem Veganer und die beiden lieben sich mit der Liebe Christi. Alles andere ist fleischlich. Es ist nicht das Niveau einer geistlichen Gemeinde. Und jetzt schaut er mal, es ist doch klar, die Welt versucht uns in ihre Ecken zu treiben. Das war schon zur Zeit Jesus so. Es gab verschiedene religiöse Richtungen. Jeder erkannte das Potenzial in Jesus. Jeder wollte Jesus in sein Boot ziehen.
Jesus hat das tunlichst vermieden. Er hat etwas Neues zu bringen. Erlösung. Und weißt du was, Freund? Das ist die Lösung. Wenn Menschen in eine lebendige Gemeinde kommen, dann sollten sie die Lösung spüren. Sie sehen den Veganer neben dem Metzger und spüren, das ist die Lösung. Liebe, Annahme. Sie sehen den VfB-Fan neben dem Bayern-Fan und sie spüren, das ist die Lösung. Sie sehen den Schwarzen neben dem Weißen völlig selbstverständlich zusammen. Das ist die Lösung. Christus ist die Lösung. Guck mal, wir leben in einer Zeit, die immer stärker polarisiert. Und wir haben die ganzen Medien, wir sind abgedatet, wir bekommen alles mit, meinen wir. Wir haben Meinungen zu jedem Thema. Die Welt fordert das von uns. Was denkst du über Greta? Was denkst du über Trump oder Biden oder über beide? Was denkst du über Black Lives Matters, Schwarz, Weiß, die ganze Thematik? Corona. Und was passiert, Leute? Wenn wir nicht aufpassen, dann wird auch in der Gemeinde dieser Streit hineingetragen. Mach dir eines bewusst. Diabolos, ein Name für Teufel, heißt Durcheinanderbringer. Er bringt diese Welt auseinander, er bringt diese Welt in Durcheinander, in Verwirrung. Sollten wir als Gemeinde Gottes nicht da klar stehen, uns klar positionieren, aufpassen? In Matthäus 24 sagt Jesus klar, als Zeichen für die Endzeit, lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht verführen von dieser Einheit. Lasst euch nicht verführen von dieser Lösung, von dieser Erlösung. Lebt darin. Seid ein Licht in dieser Weltfinsternis. Jesus sagt, es werden Kriege kommen, Pandemien. Lukas spricht da sogar von Tsunamis, verschiedene Dinge, die über die Welt kommen sollen. Und immer wieder, Leute, erschreckt nicht. Ja? Lasst euch nicht aus diesem Frieden, aus dieser Einheit bringen, zu der ich euch berufen habe. Zu der ich euch erlöst habe. Schaut mal, Jesus hat uns erlöst von diesem Wirrwarr. Wir dürfen eine völlig neue Position einnehmen. Die Position des Reiches Gottes, die Position der Herrlichkeit. Wir dürfen in Liebe zusammenstehen. Guckt doch mal, ich war in so vielen Gemeinden und habe das mitgehört, diesen ekelhaften Zank zwischen Vegan und Fleischessen und wieder gegeneinander und wieder gemobbt wird und wieder drauf rumgehackt wird und ein schlechtes Gewissen eingeredet wird und dem anderen im Geschäft in den Einkaufswagen geguckt wird. Und Leute, wisst ihr, was ich erlebt habe in Tschechien? Etwas Herrliches, Herausragendes. Wir waren eingeladen zum Evangelisieren in einem kleinen Ort und dort war auch also eine Gesundheitsfarm und die Leiterin dort, eine überzeugte Veganerin und Christin, die hatte uns eingeladen, dort zu evangelisieren. Nun war bekannt, dass der Cornelius eine fleischfressende Pflanze ist und ich hatte schon mit meinem Übersetzer auf dem Weg dahin, haben wir kurz geredet, haben gesagt, du, was machen wir denn, wenn es jetzt nur Körner gibt? Wir können doch eine ganze Woche nicht Körner essen. Oh, haben wir gedacht, mal sehen, wie das wird, ne? Leute, als wir dorthin kamen, kam diese Leiterin von diesem Gesundheitswerk, von dieser gesamten Gesundheitsfarm, die kam auf uns zu, ich sag's nochmal, überzeugte Veganerin, und fragt uns, ja, sie geht gerade in die Stadt, ob sie mir Schnitzel mitbringen soll. Was? Ja, sie lachte, ja. Ich hab gedacht, ich mache heute Abend Schnitzel für euch. Hähnchenschnitzel. Wie bitte? Ja, die lachte fröhlich und sagte, ich habe gehört, du isst gerne Fleisch. Leute, ich war völlig baff. Das habe ich mein Leben noch nicht erlebt. Leute, diese Frau, die lebte darin. Sie hat eine Überzeugung, aber die Nächstenliebe, die Geschwisterliebe hat sie völlig locker gemacht. Völlig frei gemacht. Die musste mir nicht ihre veganischen Sachen reindrücken und die Körner auch noch reindrücken. Die war völlig frei. Und wisst ihr was? Das hat mich so geflasht, dieses Erlebnis. Ich habe ihr direkt gesagt, du, lass die Schnitzel. Ich werde eine Woche lang vegan essen. Leute, das ist die Art, wie man mit Menschen umgeht. Das ist die Art, wie man einen anderen Menschen sein Herz erreicht. Das ist die einzige Art, wie man diese Mauern durchbrechen kann. Nimm den anderen an.
mit echter Liebe. Haut, was Jesus sagt in Matthäus 6, 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. So sagt auch die ganze Welt. Sei loyal zu deiner Familie, aber sei vorsichtig mit den anderen. Ja, auch in Gemeinden ist das oft so. Ich habe das gemerkt und gesehen bei Wahlen. Man wählt einen, der in der eigenen Familie ist. Loyalität, obwohl ein anderer die Geistesgaben hätte zu leiten und so weiter. Es ist einfach traumatisch. Diese weltliche Art der Loyalität, diese weltliche Art der Einheit, die die geistliche Einheit stört und zerstört. Clans in der Gemeinde oder andere Dinge. Die Welt sagt uns, sei loyal denen gegenüber, die gleich sind wie du. Die anderen sind die Gegner. Man polarisiert und jeder will dich in sein Boot kriegen. Pass auf, was Jesus sagt. Ich aber sage euch, und jetzt kannst du dich prüfen, ob du ein Christ bist. Bist du ein Jünger Jesu oder bist du dem Teufel, dem Diabolos, dem Verwirrer und Durcheinanderbringer schon auf den Leim gegangen? Bist du selber verwirrt und durcheinander gebracht? Jesus sagt, liebt eure Feinde. Liebt eure Feinde. Segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Leute, gilt das auch in Corona-Zeiten? Gilt das auch für diejenigen, die eine andere Meinung zu Corona haben als du? Du sollst sie lieben. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Leute, merkt ihr, wir, die wir an Jesus glauben, wir sind nicht mehr irdisch. Wir sind zwar in der Welt, aber nicht mehr von der Welt, sagt Jesus. Wir sind zwar hier, aber Paulus sagt, wir sind Botschafter des Himmels, Botschafter an Christi Stadt. Schau, die Frage ist doch, mein Freund, was ist deine Nationalität? Deutscher, Russe, Tscheche, Slowake, was ist deine Nationalität? Paulus sagt in Philipper 3, Vers 20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, wovon wir auch Christus erwarten, auf die zweite Wiederkunft. Wenn du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist, dann bekommst du eine neue Identität. Du wirst ein Kind Gottes und dadurch ein Bürger des Himmels. Und die Frage ist doch, was machst du dann hier auf Erden, wenn du bereits ein Bürger des Himmels bist? Ja, die Antwort habe ich schon gegeben. Paulus sagt in 2. Korinther 5, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Gott ermahnt durch uns, lasst euch versöhnen mit Gott. Aber wie willst du die Botschaft der Versöhnung bringen, wenn du selber im Streit lebst, in der Polarisierung? Wenn du den Frieden Gottes, die Harmonie und die Einheit nicht hast. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Guck mal, ein Amerikaner, der ist amerikanischer Staatsbürger, aber der hat seine Botschaft in Deutschland. Er lebt in Deutschland, aber er hat alle Rechte und Pflichten in Amerika. Er ist nicht in Deutschland, um Urlaub zu machen. Er ist nicht dort, um sich in irgendwelche Sachen reinzumischen, sondern er repräsentiert seinen Präsidenten, er repräsentiert sein Land. Und so ist das mit dir, mein Freund. Wenn du Christ bist, wiedergeborener Christ, dann bist du ein Kind Gottes, du bist ein Himmelsbürger und du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Du bist da, wo du bist, um die Meinung Jesu zu vertreten und die Meinung des Reiches Gottes. Du hast, Entschuldigung, wenn ich es so sage, ich sage es auch freundlich, ansonsten hast du nichts zu melden. Leute, hört auf, euch zu polarisieren, zu streiten. Ich habe so viele Christen gehört, die schlecht reden über Greta. Aber Greta, kennt ihr Greta? Was wisst ihr über sie? Wer hat euch erlaubt, schlecht über einen Menschen zu reden? In meiner Bibel steht üble Nachrede. Sag kein schlecht Zeugnis über jemanden anders. Jesus sagte, wir werden für jedes gesagte Wort im Gericht Rechenschaft abgeben. Wo sind wir mittlerweile? Über Trump. Was weißt du über Trump von den Medien? Aha. Über Biden, oho. Leute, was wissen wir denn? Wir sind hier, um das zu vertreten, was Gott vertritt. Du bist hier wie ein Postbote. Stell dir mal vor, ein Postbote würde einen Brief zu dir liefern, würde ihn zuerst aufmachen,
würde ihn durchlesen, würde das, was ihm nicht passt, rausstreichen, selber was reinschreiben. Also so geht's doch nicht. Aber genauso mit uns. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind hier, um die Botschaft Jesu weiterzugeben. Unverändert, nicht etwas dazufügen. Das ist unser Thema. Das ist unser Kerngeschäft. Wir müssen diese Einheit wahren und diese Botschaft Jesu verkündigen. Menschen, die uns erleben, müssen erkennen, der hat die Lösung. Ja klar, denn er hat den Erlöser. Wenn Menschen in unsere Gemeinde kommen, müssen sie erkennen, hier ist die Lösung. Hier ist Gott. Versteht ihr? Das kann man. Guckt, wenn ein Nebel draußen ist morgens und die Sonne geht auf, dann verschwindet der Nebel. Und genau so sind schon viele Menschen zum Glauben gekommen, wenn sie aus der Welt in die Gemeinde hineingekommen sind. Wenn die Gemeinde geistlich war, wenn da diese Einheit war, wenn da diese Liebe war, dann sind Menschen da hineingekommen und dieser Nebel der weltlichen Verwirrung und Polarisierung wurde durch das Licht Jesus Christus weggesaugt und sie kamen zur Lösung. Leute, in Kiel gab es mal eine Erweckung in der Rockerszene. Da waren 8 alte Frauen, die gebetet haben für einen Motorradclub. Das ist eine lange Geschichte. Später kamen 14 von diesen Rockern zum Glauben. Und dann war das eine Gemeinde mit 8 alten Frauen und 14 schwer tätowierten ehemaligen kriminellen Rockern. Leute, ich kenne einen Banker, der kam dort in der Gemeinde zum Glauben, weil er hörte Gerüchte, dass sich dort alte Omas mit Rockern treffen und Gottesdienst feiern. Der wurde neugierig und ging dahin. Und er sagte, wo ich dort reinkam und sah, dass die Alten mit den Rockern Liebe haben, Nächstenliebe, christliche Geschwisterliebe, sagt er, da erkannte ich Jesus. Verstehst du? Das ist diese Einheit. Was haben denn alte Frauen mit Rockern gemeinsam? Jesus, das ist es. Er muss leben. Versteht ihr? Wenn Menschen in eine lebendige Gemeinde kommen, dann kann es passieren, dass diese Verwirrung in diesem Licht des Herrn weggesaugt wird. Und sie erkennen die Erlösung. Hier ist die Lösung. Leute, ich möchte euch ermutigen, lasst euch nicht aufs Glatteis führen von diesen ganzen Themen, die auf uns rein drängen, Leute. Ich merke das doch, sie drängen auf uns rein, sie würgen uns. Sie wollen in unser Hirn, sie wollen auf unsere Zunge. Ich merke das doch auch. Man ist versucht, ich muss doch jetzt auch was sagen. Leute, die Verführung in der jetzigen Zeit ist gewaltig, aber wir merken es nicht. Verführung beginnt nicht erst dort, wo ich Jesus den Rücken kehre und mit ihm nichts mehr zu tun haben will. Sondern Verführung beginnt doch schon da, wo ich mich aus dieser Einheit herauslocken lasse. Wo ich diesen Frieden, den Gott mir schenkt, verliere. Wo ich diese echte Nächstenliebe nicht mehr erlebe. Leute, überlegt doch mal, hast du diese Liebe Christi oder ist das nur Sympathie? Ich habe das damals schon festgestellt, wo ich doch in der Motorradszene war mit den Holy Riders. Viele Motorradfahrer kamen und sagten, ja, ich bin auch Christ, ich möchte auch missionieren. Leute, ich habe immer mal festgestellt, da stimmt doch was nicht. Die hatten Sympathie, aber keine christliche Liebe. Sie hatten Sympathie, weil das auch Motorradfahrer sind. Aber wehe, jemand hat dich angefeindet, dir eventuell ins Gesicht gespuckt für dein Bekenntnis. Dann wurde sehr schnell aus Sympathie Antipathie. Und das ist das Geheimnis, Leute. Sympathie ist viel zu schwach. Sympathie wird sehr schnell Antipathie. Du kannst Sympathie empfinden für einen anderen, der das gleiche Hobby hat wie du. Aber wenn er dir gegenüber gemein wird, dann wirst du ihn ablehnen und hassen. Mit Sympathie kommst du nicht weit im Reich Gottes. Jesus spricht von Liebe. Liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Das hat nichts mit Sympathie zu tun. Nichts. Schaut mal, Jesus starb am Kreuz. Aus Liebe. Die Liebe Gottes ist dort offenbar. Wie hat Jesus sich gefühlt? Hatte der Schmetterlinge im Bauch? Rosarote Gefühle? Nein, er hatte Schmerzen. Ja, wie ist Gottes Liebe offenbar? Schaut, Jesus tat dort das Notwendige. Er starb am Kreuz, um uns zu retten. Und dort trotzte er Sünde, Tod und Teufel und allen Anklagen, allen Schikanen, den Schmerzen, Folterungen. Die ganzen Beleidigungen und Provokationen, steig doch vom Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist. Leute, Jesus trotzt dort diesen ganzen
Versuchen der Welt und der Finsternis, ihn herauszulocken aus dem Frieden, den er hatte. Und er betet dort für die Sünder. Leute, Jesus, er hätte recht gehabt, wenn er gesagt hätte, ihr seid alle dreckige Sünder, ihr fahrt alle zurecht in die Hölle. Er hätte recht gehabt, aber hätte er recht gehandelt? Jesus hätte lautstark seine Meinung sagen können. Und die Welt will uns dazu bringen, dass wir lautstark unsere Meinung sagen oder zumindest ein Like dahinter, wenn einer die Regierung wieder beleidigt. Leute, seid mal sehr vorsichtig. Die Verführung, die ist schon längst da. Guck mal, Jesus sagt in Matthäus 24, wo gefragt wird, woran werden wir merken, das Zeichen deiner Wiederkunft, das Ende der Weltzeit? Jesus sagt, habt Acht, dass euch niemand verführt. Lass dich nicht aus dem Frieden herausführen. Lass dich nicht aus der Botschaft herausführen. Du bist ein Botschafter Gottes. Kümmere dich um Gottes Sachen. Lasst es nicht zu, dass eure Gemeinde ein Diskussionsforum wird für irgendwelche weltlichen Debatten, sondern sorgt dafür, dass eure Gemeinde ein Ort wird, wo Erlösung gelebt wird, wo Einheit gelebt wird. Und dann, Leute, könnten wir sogar froh sein. Herrlich! Je mehr wir unterschiedlich sind in äußeren Fragen, desto stärker kann das Licht Christi sichtbar werden. Ist doch herrlich! Wenn wir nur Fleischesser da haben, ich bin glücklich, wenn Veganer und Vegetarianer kommen, dann wird die Liebe deutlich. Ist doch wunderbar. Sind wir nur Weiße? Ich freue mich über jeden Schwarzen, der kommt, über jeden Chinesen, über jeden Brasilianer, über jeden Syrer, Araber, der zum Glauben kommt. Herrlich. Da wird die Einheit umso mehr sichtbar. Freut euch doch. Wenn ihr alle der Meinung seid, die Regierung macht momentan alles verkehrt, dann freut euch doch, dass irgendwelche Verschwörungstheoretiker kommen. Da wird die Einheit sichtbar. Und jetzt wollen wir die Liebe sehen. Jetzt wollen wir die Annahme sehen. Die Frage ist doch, wir haben alle unsere Meinung zu diesen verschiedenen Themen. Trump, Biden, hervorragend, da sind zwei. Jetzt sieht man die Liebe Christi. Leute, das ist doch die entscheidende Frage. Ist Jesus noch das Wichtigste für uns? Können wir sagen, diese Themen gibt's, die sind präsent, aber wir sind so froh. Jesus kommt bald. Verstehst du kannst auf dem Arbeitsplatz, wenn sie wieder schimpfen und diskutieren in der Pause und dich fragen, was sagst du dazu? Dann zu sagen, wisst ihr was, ich bin einfach nur glücklich. Ja, wie, was, wo? Weil das, was momentan passiert, sind Zeichen, die Jesus vorhergesagt hat für sein baldiges Kommen. Ich möchte mich mit dem, was momentan hier passiert, nicht aufhalten. Ich freue mich, dass Jesus wiederkommt. Ich bereite mich auf sein Kommen vor. Sag das doch! Bekenn das doch! Darum geht es. Lass dich nicht mit reinreißen in den Strudel. Schaut, Jesus sagt, nachdem er sagt, die ganzen Seuchen kommen, Hungersnot und Kriege, und dann sagt er, viele falsche Propheten werden auftreten. Merkt ihr das auch? Was ist da los? In Amerika, die Propheten und Prediger beten für den Trump und manifestieren oder für den anderen. Was machen die da? Was mischen die sich dort ein? Falsche Propheten. Aber pass auf, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Die Liebe wird in vielen erkalten. Und gerade darum geht's. Sympathie ist vielleicht noch da mit dem, der die gleiche Meinung hat wie ich. Aber ist die Liebe noch da? Ist die Liebe da, um die Jesus gebetet hat in der Einheit? Ist die Liebe da, die Jesus selber gezeigt hat am Kreuz? Ist diese Liebe bei dir vorhanden? Kannst du trotzdem lieben, auch wenn der andere anders ist? Auch wenn er eine ganz andere Kleidung hat. Was ist das für ein Niveau? Ich habe gehört von einem Mann, der zum Glauben gekommen ist aus der Motorradszene, hat wunderbare Fortschritte in der Gemeinde gemacht, wurde dann von einer anderen Gemeinde eingeladen zum Predigen, kam mit dem Motorrad dorthin gefahren, hat sich gefreut, Gottes Wort zu verkündigen und wurde nicht reingelassen, weil er Motorradkleider anhatte. Was ist das für ein Niveau? Ich habe von anderen Gemeinden gehört, ja, Menschen abgewiesen, weil sie nicht Krawatten hatten. Was ist das für ein Niveau? Was hat das mit Gemeinde zu tun? Diese Menschen haben die Bibel nicht verstanden.
Liebe Leute, die Liebe wird in vielen erkalten. Es ist wichtig, dass wir wieder anfangen, diese echte Liebe Christi zu verinnerlichen. Dass wir Christus Raum geben in uns und den Nächsten lieben, so wie Jesus es sagt. Was bringt es, mein Freund, wenn du Bescheid weißt über Trump und Biden und über die Corona-Statistik irgendwo? Kennst du noch deinen Nächsten? Weißt du, wie es der Frau im Park geht, die dort die Alte immer alleine sitzt bei euch am Ort? Jesus sagt, dein Nächster, zeig doch diese Liebe deinem Nächsten. Leute, lasst uns doch wieder erkennen, was ist denn unsere Agenda? Wozu sind wir da? Wessen Auftrag haben wir? Es ist nicht mein Auftrag, Bescheid wissen zu müssen, was da in Amerika passiert oder wer, wie und was. Das sind die Möglichkeiten, die wir heute haben. Und die Frage ist, nutze ich sie, um meinen Auftrag nachzukommen, den ich von Jesus habe, oder werde ich davon verführt? Passt auf, Jesus spricht hier von Verführung und dass die Liebe erkaltet. Teilt diesen Beitrag. Ich hoffe, dass er euch zum Segen wird in Deutschland, in den deutschsprachigen Ländern, Tschechoslowakien. Ich grüße euch. Ich freue mich wirklich an den vielen Leuten, die treu in dieser Zeit diese Liebe praktizieren, versuchen, Christus weiter zu tragen, diese Erlösung zu leben. Lasst uns wieder in den Gemeinden, auch in den Hauskreisen ein Klima schaffen, wo diese Lösung greifbar ist. Manchmal muss man da auch Geschwister ermahnen und zurechtweisen und sagen, Leute, lasst das, zeigt ihnen diesen Film. Wir müssen uns bewusst machen, so geht es nicht. Jesus Christus kommt bald wieder. Lasst uns darüber reden, lasst uns ihn anbeten, lasst uns dieses Klima der Einheit schaffen von Herzen, damit Menschen hereinkommen, frei werden von der Verwirrung und dem Lichte des Evangeliums, dieser Nebel verschwindet, den sie da im Kopf haben, und frei werden. Das ist das, was ich uns wünsche. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen.